Willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. So, wir befinden uns in den USA bzw. in Texas, haben das Training und Qualifying wie immer absolviert. Lief für uns extrem gut immer noch, dafür, dass wir die Entwicklung nicht eingestellt haben. Konnten wieder den zweiten Platz erreichen im Qualifying, wie ihr hier auch sehen könnt beim Rivalen-Update. Ja, also läuft alles noch extrem gut, vielleicht sogar zu gut. Ne, gut, dass wir die Entwicklung eingestellt haben, sonst hätten die anderen vielleicht gar keine Chance mehr. Da bin ich mal sehr gespannt in der neuen Saison, ob wir den Schwierigkeitsgrad da noch behalten oder ob ich den einfach mal eine Stufe höher setzen muss, was ich mal vermute. Aber das werden wir dann nochmal sehen. So, Rivalen-Update habe ich gewonnen, wie ihr seht. Yeah! Und zwar eindeutig gegen Max Verstappen, hatte keine Chance gegen mich. Sehr gut, das freut mich. So, da gibt es noch ein paar Punkte für das Qualifying. Ersten Fahrer. Bonus bzw. erster Fahrer wieder bestätigt. Jo, hören wir uns mal an, was das Team von uns erwartet. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. So, das Team erwartet von uns den Platz 10, dass wir Marcus Ericsson besiegen und den 10. Platz in der Fahrermeisterschaft. Das haben sie, glaube ich, korrigiert von 9. auf 10. Okay, gut, nehmen wir mal so entgegen und starten, würde ich sagen, auch gleich das Rennen. Bis gleich. Und 2012 schien sich die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Heute fahren wir in Travis County, Texas, wo 20 Kurven und Geschwindigkeiten von bis zu 321 km/h auf dieser großartigen Strecke auf uns warten. 60% Vollgasanteil mit vielen Überholmöglichkeiten, besonders in den zwei DRS-Zonen zu Kurve 1 und später auf der Gegengeraden zu Kurve 12. Da kommt einiges auf die Fahrer zu. Dann wird das heute ein hartes Rennen für unsere Fahrer, Stefan. Worauf wirst du achten, wenn sich die Fahrer der ersten Kurve nähern? Hoffen wir mal, dass sich jeder benehmen wird und wir einen unfallfreien Start erleben. Die ersten paar Sekunden werden sehr interessant sein. Die saubere Seite des Grid wird besser zum Fahren sein. Also sollte man dort auf Autos achten, die sich ihren Weg bahnen. Wegen der Steigung kannst du später in Kurve 1 hineinbremsen. Es ist eine langsame Kurve. Achte also darauf, dir keine Probleme zu machen. Viel Glück! Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nico Rosberg startet mit seinem Silberpfeil von der Pole. Und daneben steht ein Sauber. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Vettel, Kimi Räikkönen und Grosjean. Hülkenberg, Sainz Junior, Verstappen und Sergio Perez. Button, Ricciardo, Fernando Alonso und Quert. Gutierrez, Hayanto, Felipe Massa und Marcus Ericsson. Wehrlein und Bottas. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Jo, da sind wir auch schon. Schauen wir uns mal die Strategie an. So. Sagt ein Boxenstopp von Soft, die wir fahren dürfen, auf Mediums. Oder unsere personalisierte Version, das Rennen mit weichen Reifen durchfahren.
Jo, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ne, ich finde einen Boxenstopp finde ich super. So, Sprit haben wir für 29,5 Runden. Das ist auch mehr als ausreichend. Könnte man theoretisch noch ein bisschen reduzieren. Aber dann können wir mehr mit Fett fahren. Was mir persönlich immer lieber ist, als Benzin sparen zu müssen. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal ins Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Rosberg hat keinen so guten Start hier. Können wir uns da vorbeischieben? Das sieht gut aus. Jo, Kampflinie, zack. Erster Platz gesichert. Schön. Das sieht doch gut aus. Die Schikane kommt ja sauber hier richtig gut durch. Da ist schon gelbe Flagge. Aber zum Glück nicht so lange. Ich dachte schon, Safety Car jetzt. Da können wir schon ein bisschen absetzen. Wie gesagt, in der Schikane ist der sauber einfach spitze. Hier sind die Silberfall natürlich besser. Keine Frage, wenn sie gleich wieder ein bisschen rankommen. Gut, nicht genug. Der sauber ist auch nicht gerade langsam. Logischerweise machen wir erstmal die Sektor-Bestzeiten als Führender. Ja, die war nicht perfekt, die Kurve. Ist verbremst. Schon besser. Oh, da konnte sich Vettel den zweiten Platz sichern. Vor Rosberg. Wir kamen durch die erste Runde sehr gut, finde ich. Konnten uns auch ein bisschen absetzen. Ja, jetzt geht's los hier. Ja, die Schikane hier gut treffen. Sehr gut, das sieht doch spitze aus. Schon wieder gelbe Flaggen. Ups, nicht zu weit links. Da sieht man es auch ganz deutlich, die Schikane kriege ich einfach am besten. Deswegen war die Zeit auch so gut. Na, aber dann holen sie alle Wege auch ein bisschen auf. Ist auch klar. Aber wir können uns schön absetzen. Fahrer hinter mir. Schön vorne wegfahren. Das gefällt mir. Ich habe Kurve schon wieder nicht richtig gekriegt. Ist gar nicht so einfach. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. So, im Moment fahren wir nur 2,2 Sekunden. Das sieht doch gut aus. Oh, mein Teamkollegen, es wird irgendwas passiert. Wenn er jetzt schon an die Box muss. Markus fährt an die Box. Markus ist in der Boxengasse. Diesmal habe ich die Schikane nicht so gut getroffen, finde ich.
hier auch ein bisschen Probleme. Aber noch alles im grünen Bereich. Dafür war die schlecht. Ja, trotzdem schnellste Runde. Ja, das hat er hier lang gehalten. Gleich Hamilton und Bestzeit gesetzt. Glaube ich, ein eng umkämpftes Rennen auf jeden Fall. Zwar absetzen, aber sie kommen immer wieder ran. Oh, jetzt habe ich mich total verbremst. Ja, das war nicht gut. Oh, Hamilton hat sich wieder auf Platz 2 geschoben. Rosberg hat richtig Boden verloren. Er ist auf dem ersten Platz gestartet. Krass. Dann muss wohl auch irgendwas passiert sein. Da die jubelnde Menge. Das sind immer wieder geil, das haben sie echt gut gemacht. Ja, das war gut diesmal. Auch ein bisschen besser, aber nicht perfekt. Schnellste Runde. Können uns ein bisschen absetzen aktuell. 3 Sekunden zum ersten Mal. Abstand zum zweiten. Sieht gut aus, aber ich merke schon, ich muss hier echt meine guten Rundenzeiten fahren, um mich hier ein bisschen absetzen zu können. Upsala. Wieder alles aus dem Sauber rausholen, was geht. Wie schon in Suzuka. Da hat es ja leider nicht gereicht fürs Podium. Am Ende ja noch leider einen Flügelschaden zugezogen, wie ihr vielleicht und hoffentlich gesehen habt. Mal gucken, wie es diesmal läuft. Bin sehr gespannt. Neue Sektor-Bestzeit. Kommen die Finn auch immer besser rein in die Runden. Sehr schön, nächste schnellste Runde. Knapp 4 Sekunden Vorsprung. Ist noch nicht viel, aber immerhin.
nicht so richtig gut. Macht im Moment noch nichts, einen schönen Vorsprung. Fenster ist. In zwei Runden beginnt es. Wir sehen, die Reifen sind auch schon ganz schön Mitleidenschaft gezogen. Aber auch noch geht's. Sind noch gut fahrbar. Zwei Runden ist, glaube ich, auch das Maximum noch. Danach werden sie, glaube ich, ganz schön abbauen. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:43,5. 1:43,5 und unsere Zeit letzte Runde. Okay, die Zeit der letzten Runde war 1:43,1. Ja, alles klar. Haben wir 400 zu. Ein bisschen schneller. Das sieht doch gut aus. Aber man sieht, das ist natürlich nicht viel, dass wir schneller sind. Da macht es die Konstanz über die nächsten Runden. Oh, da haben wir nicht in die Box. So, bin mal gespannt. Wir werden noch mindestens zwei Runden draußen bleiben. Ups. Wo wir da rauskommen werden. Jetzt ist Rosberg wieder auf 2. Vettel ist auch reingefahren. Räikkönen auf 3. Nächste Runde muss ich aber auf jeden Fall. Reifenabnutzung ist schon echt hoch. Noch macht sich allerdings nicht so bemerkbar, zum Glück. Also bisher geht noch alles. Ich merke es vom Einlenken ein bisschen. Die Abnutzung, aber noch ist alles okay. So, bei hier in den Zeiten merkt man es jetzt deutlich. Fehler waren einfach, wie man die Zeit jetzt aussieht. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Ja, das ist deutlich langsamer, also die Reifen bauen auf jeden Fall ab. Ja, damit werde ich jetzt auch gleich in die Box fahren. Gucken, wie die Prognose ist, wo wir rauskommen, im 10. Rang. Okay. Aber das ist natürlich schlimm. Müssen wir alle noch in die Box, die dann vor uns sind. Jetzt habe ich das so früh eingelenkt.
wieder nicht so gut bekommen, die Kurve. Gut. Wenn wir gleich auf Mara stellen, dass wir ein bisschen Benzin sparen können. Vor Rosberg haben wir 7,3 Sekunden, das sieht auch gut aus. Dann ist aber auch an die Box demnächst. Könnte sein, dass er noch draußen bleibt. Rosberg ist ja auf Softs unterwegs. Die halten noch ein bisschen, wahrscheinlich. Aber das ist ja auch unser einziger Boxenstopp hier. Von daher schauen wir mal. So Jungs, schnell einen Boxenstopp bitte. Rosberg zieht wie erwartet an uns vorbei. Und Raikkonen dann auch. Das war ein schöner Boxenstopp, sehr gut. 2,3 Sekunden. Wegen 10. Platz. Im dritten. Sehr schön. 3. Platz. Hinter uns ist Perez. Kein Hamilton zu sehen. Sehr gut. Ups, das war viel zu viel angelegt. Ja. Schwächeln hier. Jetzt natürlich hier auch den Zielmischer wieder hochstellen ein bisschen. So. Wie fahren wir denn heute überhaupt? Status Konkurrent. Der Funk stört. Max ist auf P8. Der Abstand beträgt 8,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,3. Status Konkurrent. Klappt noch nicht so richtig gut mit den Ansagen. Status Konkurrent. Max ist auf P8. Der Unterschied beträgt 9,8. Ach Max, ich habe immer Markus verstanden. Alles klar. Okay, dann machen Sie Max Verstappen, alles klar. Gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Sorry. Gegen wen fahre ich? Niemand. Keine Ansage. Guck, ob gleich eine kommt. Manchmal dauert es ein bisschen. So. Da kommt's. Gegen Vettel fahren wir also. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,1 Sekunden. Mehr Updates. Mal die Funktion ausprobieren, habe ich bisher noch nicht gemacht. Gucken, was hier passiert. So, damit werden wir wieder die Führung übernehmen. Yes. Ja, sehr cool. Vettel ist aber auch dicht hinter uns, scheinbar. Vettel ist auf Supersofts. Der wird jetzt ordentlich
Zeit gut machen. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Superweichenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,8. Wow, 1,41,8. Das ist natürlich krass. Unser Bestes ist 1,42,2. Da muss ich mich dann ein bisschen anstrengen. Klar, da wird das noch interessant, ja. Natürlich auch die Frage, wie lange die Reifen durchhalten bei Vettel. Ich hoffe, dass wir mit unseren durchfahren werden. Sind deswegen natürlich auch langsamer, ist klar. Aber die Supersofts halten auf keinen Fall bis zum Ende durch. Das haben wir an unseren Reifen gesehen. Die haben durch 10 Runden gehalten maximal. Von daher mache ich mir da nicht so die Sorgen. Warten wir es mal ab, was hier noch passiert. Natürlich auch davon ab, ob unsere Reifen durchhalten. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wird sich trotzdem im Blick behalten. Ziehgemisch gucken, da sieht noch alles gut aus. 0,8, 9 Runden. 0,12 mal sparen. Noch Standardstellen. Gewinne ich Zeit? Doch, gegen Vettel. Jetzt sind es schon 8 Sekunden. Das sieht doch gut aus. Wir fangen seine Reifen jetzt schon langsam an abzubauen. Könnte durchaus sein. Danke, Jeff. Ich will gerade ein bisschen sparen. So, also im Moment bin ich sehr überrascht. Hier läuft alles nach Plan. Bin ich schon lange nicht mehr. Das ist doch auch mal schön. Weil Suzuka natürlich auch gut gelaufen ist. Bis am Ende der Flügelschaden kam. Also schön aufpassen hier. Aber hier sind wir deutlich konkurrenzfähiger als in Suzuka. Suzuka hat gegen Kimi echt keine Chance gehabt. Oder nur ganz schwer, also da musste ich echt am Limit fahren. Und allerdings gegen Sebastian Vettel keine Chance gehabt. Hier sieht das Ganze schon anders aus. Dann fahren wir schön vorne weg. Komischerweise, obwohl wir die Pole nicht gekriegt haben im Qualifying. Und Rosberg muss auch irgendwas haben,
Hier muss ich irgendeinen Schaden zugezogen haben. Meiner Meinung nach. Weil der spielt ja im Moment gar keine Rolle vorne. Was wie gesagt ungewöhnlich ist. Wenn man sich die Qualifying-Zeit da anguckt von ihm. Den Wetterbericht abfragen. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Sehr gut. So, 13 Runden müssen wir noch durchhalten. Und die Reifen auch. So, es gehen auf jeden Fall alle nochmal an die Box. Also meine Strategie könnte hier vielleicht gut aufgehen. Wenn wir uns keinen Schaden zuziehen. Ja, jetzt holen sie auch gerade wieder ein bisschen auf. Aber es waren jetzt nicht meine zwei besten Runden. Das Benzin nämlich auch runtergestellt. Ich versuche hier ein bisschen teilweise zumindest ein bisschen die Reifen zu schonen. Auch schon bei 18%. Da bin ich mal gespannt, wenn wir den durchkommen. Sind noch 12 Runden. Na gut, lassen wir uns mal überraschen. Daher umso besser, ein bisschen reifenschonender zu fahren. Vettel und Hamilton sind auch gerade in die Box gefahren. Nach hinten jetzt viel Luft. Ja, da ist Rosberg auch wieder. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Können wir mal ein bisschen Reifenschonen fahren. Bisschen auf den Lager stellen. Jetzt viel Luft da vorne. Auf jeden Fall. Oh, mal gespannt. Warnung gekriegt. Das war viel zu weit links. Sogar die Rundenzeiten halten. Also 13,7 Sekunden Abstand zu Rosberg. Das sieht alles spitze aus. Natürlich jetzt aufpassen ein bisschen, dass wir nicht zu viel Sprit hier sparen. Das macht es natürlich auch schwerer. Aber das können wir im Abstand sehen. Viel wieder einbüßen. Aktuell noch alles im Lot. Jetzt verlieren wir auf jeden Fall gerade. Ja, vielleicht noch ein bisschen hochstellen. Merkst du auch, ein bisschen träge. Lenken merkt man es ein bisschen. Na gut, ja, ordentlich Vorsprung.
alles gut. Ja, das Benzin mal verbraten. Ah, fett. Ja, wie sehen die Reifen aus? Ist noch alles okay. 22% ist auch schon. Ja, auch mal abwarten. Die halten. Mal gucken, ich glaube mit 22% sind wir über die Ziellinie rüber. Mal gucken, wie viel Prozent wir pro Runde verbrauchen. Jetzt schon zu viel, dass wir hier eine Abnutzung haben, zumindest immer mit durchfahren zu können. Ja, jetzt sind wir bei 3%. Jetzt bei 4. Bei 4 wird es ja bleiben. Ja, okay. Schauen wir jetzt mal die Runde an, jetzt haben wir 26%. Gucken, ob es bei 4% bleibt oder ob es mehr wird. Wenn es mehr wird, tendiere ich eher nochmal zum Boxenstopp und jetzt hier alles rauszuholen. Ich fahre ja gerade ein bisschen schneller auf jeden Fall. Topzeit kriegen wir natürlich nicht mehr hin, weil das geben die Reifen nicht her. Das ist auch klar. Gucken wir mal, 2% bisher. Könnte gut passen mit 4%. Nicht mal 4%. Alles klar, mit 4% kann ich leben. So, ich würde einfach mal sagen, was ist erstmal 20%. Ja, richtig. Die Reifen bauen aber massiv ab 50% ab. Dann erhöht sich auch stark die Abnutzung. Von daher muss man sich das ein bisschen durchrechnen, ob das noch so ausreicht. Aber jetzt sind sie gerade echt gut, was die Abnutzung angeht. Wenn jetzt gerade auf den 2% gestiegen ist. Eben zu wenig gemacht hat wahrscheinlich. Aber 8 Runden schaffen wir mit denen auf jeden Fall. Das hört sich da gut an. Solche Top-Zeiten, die können wir noch erfahren.
schön Vorsprung. Sehr geil. Bauen ihn sogar aus. 15,4 Sekunden. Aber wenn wir einen Boxenstopp machen müssen, dann wird es wieder eng aussehen aktuell. Der Rosberg wird aus seinen Mediums auf jeden Fall durchfahren. Und Raikkonen genauso. Deswegen, ich bin das auch versucht ein bisschen durchzurechnen, dass man sich sicherer fühlt. Also von daher sieht hier alles sehr gut aus. Der Sprit aussieht. Boah, immer noch ohne Ende. Immer schön gespart. Können wir den jetzt schön mit Fett leer fahren. Oh! Ja. Hatte ich doch recht. Ich wusste es doch, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Zack, ist er aus dem Rennen. Damit haben wir es noch ruhiger. 19 Sekunden auf Räikkönen. Ich würde sagen, das sieht doch alles spitze aus. Hier nichts mehr passiert, großartig. Safety Car Phase oder so wegen Rosberg, was durchaus passieren könnte. Ja, hoffen wir mal nicht, das wäre jetzt echt ätzend. Ja, vor uns sind auch schon die ersten Überrundungen. Und ich glaube, unser Teamkollege ist da, ja, so wie das aussieht. Ich glaube, die nicht so schön. Ja, mal schön, wenn der wieder ein paar Punkte immer macht. So, jetzt heißt es aber auch aufpassen. Bei den Überrundungen kein Flügelschaden sich einhangeln. Ganz wichtig. Ja, wir brauchen ist das Rosberg oder was ist das? Ja, kann sich ganz genau sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war jemand anderes. Zeiten werden immer schlechter. Sektorzeiten. Aber macht auch nichts. Muss ich auch aufpassen, wenn ich noch eine Zeitstrafe kriege. Ja, bringen wir halt ein bisschen auf. Vor uns ist Markusen. Vorbei, sehr gut. Oh, jetzt ist Vettel wieder auf Platz 2. Hat sich vorgekämpft. Auch aus Soft.
Mal gucken, wie die Reifen aussehen. Ja, die nutzen natürlich jetzt ganz stark ab. Je mehr die Abnutzung fortgeschritten ist. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Ich merke die Abnutzung aber auch in meinem Lenkverhalten. Aber auch den Bremsweg auch ein bisschen. Erstmal DRS. Macht schon Platz, sehr gut. Finde ich gut. So, damit läuten die letzten vier Runden an. Noch ist alles nach Plan verlaufen. Gut. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, vor uns ist unser Teamkollege leider. Das heißt, bei ihm läuft es leider nicht so gut. Sprit reicht auch. Können wir schon auf Fett durchfahren. Perfekt. Vettel macht aber Boden gut auf uns. Und zwar nicht zu knapp. Gut, 80 frischer an Reifen. Und so sind schon ordentlich beeinträchtigt. Die letzten drei Runden schaffen die auf jeden Fall noch. Aber ich merke es ganz stark jetzt. Kurz vor 50% geht's los mit der Abnutzung, die sich dann bemerkbar macht. Oh, ist ja ein bisschen zu doll links eingelenkt. Der Teamkollege ist aber eigentlich ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, warum er so weit hinten ist. Dass wir auch ein bisschen Pech gehabt haben. War auch ziemlich oft in der Box. Wir kommen jedenfalls nicht so einfach an. Ich fahre schon ein paar Runden hinter ihm hinterher. Quasi. Kommt.
Teamkollegen ist also auf Platz 18. Rechts, weil ich dachte, er bremst jetzt extra. Ja, das können wir gleich machen, die Überrundung. Ein paar Informationen zu Sainz. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Ja, können wir ein bisschen DRS. Ja, das macht auch Platz. Danke. So, damit kommen wir gleich ins Final Lap. Wir haben 15 Sekunden Vorsprung. Das nenne ich mal komfortabel. Geil. Sehr schön. Sehe ich. Final Lap. Cool. Gar nicht so langsam wie unser Teamkollege. Muss auch irgendwas gehabt haben. So, die Reifenabnutzung passt auch. Ist aber gerade so eben. Also hat man nicht ein bisschen auf mager umgestellt. Wird die Reifenauslastung, die Abnutzung bestimmt wesentlich höher geworden. Oder gewesen. Aber so passt alles. Sehr schön. Und wir fahren unserem Rennsieg entgegen. Geil. Schönes Ding. Letzte Kurve. Und da ist er. Sieg, Sieg, Sieg. Yeah. Leistung von Sauber, was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Sport das ganze Team gefordert ist. Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Geschichte, Sauber hier heute ganz oben zu sehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut.
In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So, da haben wir unseren nächsten Rennsieg. Das freut mich. Unser Teamkollege konnte auch einen Platz besser machen, sich um einen Platz verbessern. So muss es richtig heißen. Das finde ich auch gut. Wir streichen schön 25 Zähler ein. Finde ich auch gut. So, damit bleiben wir auf dem 5. Platz, kommen ganz dicht an Lewis Hamilton ran. Ich glaube, im letzten Rennen waren wir 20 Punkte weg. Jetzt sind wir noch 10 weg. Finde ich gut. Hört sich sehr gut an. So, Konstrukteure, Meisterschaft, Rangliste konnten wir auch ein bisschen ausbauen. Auch sehr gut, haben wir 31 Zähler. Unterschied. Sieht also alles sehr gut aus für Sauber. So, gucken wir uns nochmal die Punkte an. So, Sauber Runde Prozent, 96%. So, jetzt haben wir fast 2000 Ressourcenpunkte. Kriegen hier noch ein bisschen. 1888, das sieht auch gut aus. So, konnten unsere Position stärken. Sehr gut. Ein paar Karrierepunkte noch dazu. Gut. Okay, das lief doch gut. Schauen wir mal, wo das nächste Rennen stattfindet. In Mexiko. Auch eine coole Strecke. Finde ich auch sehr geil. Bin ich mal gespannt, was wir da reißen werden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen. War ja doch ein sehr schönes Rennen. Vom 2. Platz gestartet. Gleich in der ersten Kurve den ersten Platz ergattert. Und von da an auf dem ersten geblieben, also sagen wir quasi ein Polsieg, wenn man so will. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Rennen, alles gut gelaufen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo, Kommentar und Like freuen und hoffe, euch beim nächsten Rennen wiederzusehen. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Video hoffentlich. Bis denn, ciao.